Naja, Vorarbeit muss halt geleistet werden. Du bleibst da liegen. Buch habe ich nochmal nach Hause gefunkt. Also hier in der Theke schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Doch, da war was. Scratch that off the wish list. Boah, zweimal Dreierkästen. I'll run this home. Okay, wir nehmen jetzt immer Nummer 1. Sehr geil. Zwei Materialkisten. Ich glaube, wir haben beide einen Platten, ne? Fuck off. Warte jetzt mal. Wir nehmen das Auto hier. Nein, nicht das. Steig aus. Oh, Alter. Das hier. Dann steig halt ein, meine Güte. Je nachdem, wie viel die einzelne Pakete jetzt hat, demnach wird das natürlich jetzt uns sehr zum Vorteil helfen. Also wirklich sehr. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. There you go. Don't say I never gave you nothing. Okay, 15 Ressourcen. What you got? Oh, you know, stuff. So, lass mal kurz die Ausdauer wieder nach oben bringen. Ausdauer, 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 Ausdauer. Na? Läuft. Aber bevor wir da jetzt jemanden hinschicken, ne, das habe ich mir auch schon überlegt. Fahr ich doch lieber hin. Geht schneller und ist sicherer, bevor da wieder einer krepiert oder so gut wie vom Krepieren ist. Oh Gott. War das nicht ein. Okay, der ist tot. Das ist wichtig. Es war doch auch aufgebläht, oder? Ein kleiner zumindest. Attention citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Be advised that I have authorized all troops to respond to such measures with lethal force. For your own safety, remain in your homes and wait for this to blow over. Ja, schlimmste vorbei. Es kann noch dauern, meine Liebe. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Perfekt. Das hilft uns schon auf jeden Fall, uns jetzt hier näher zu kommen. Und ich frage mich gerade, ob das sogar schon reicht. Dann 30 Stück dürfen wir jetzt haben. Ah, jetzt wird es ganz dunkel. Und schon wurde es wieder heller. So mag ich das. So, warte mal, konnte ich nicht sogar auf der Karte schauen, wie viel man dafür braucht, um das einzurichten? 30 Materialien, ja. Da würde man dann sofort hinfahren, wenn das jetzt klappt und dort unser Heimatbasis einrichten. Wir haben 30 Materialien. Ausgezeichnet, wir ziehen um. Oh, you know, stuff. Yay, Fitnessstufe 5.
Ich glaube, jetzt mal schauen, wo wir richtig einbiegen müssen hier, ne? Weißt du, was besser ist, wenn wir mal so fahren? Ja, fahren wir lieber so. Dann hier. Yay, endlich neues Zuhause. Hui, auf geht's. Ich hoffe zumindest, dass es eine gute Entscheidung ist. Aber das wird schon. Ich würde einfach sagen, da haben wir ja schon wirklich ausgeschlachtet, die kleine Stadt hier. Hallo Zombie-Horde. Ich muss immer sagen, auch wenn die Grafik ziemlich minimalistisch ist bei dem Spiel, die Atmosphäre ist vorhanden. Wie spielt War Thunder? Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber ist schon in Ordnung. Überall sind Zombie-Horden. Ich glaube nicht mehr, dass das irgendwas mit den Zombie-Herden zu tun hat. Die Zombie-Horden, aber mein Gott. Ah ja, das ist wieder ein Big Fett. Ziemlich unangenehmer Kollege. Hört doch eine Zombie-Horde, die wir erledigen müssen, weil sie zu nah an unseren geliebten Nachbarn kommen. Und wir unsere Nachbarn beschützen. Ah, es war schon eine Zombie-Horde, okay. Bei Samus, dass die hier. Ja, ist ins Auto gepasst. Ja, einen werden sie ja noch abwehren können. So, von da aus sind die schon wieder alleine nach Hause. Also zum neuen Zuhause. Da? Ah, nix. Ja, geil, wenn man da einsteigen könnte, ne? Oh, der kommt mit. Na, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Au! Okay, lass uns wieder weiterfahren. Oh, da ist auch irgendwas Fettes, ich auf der Karte. Schau, steig ein. Ja, ja, ich tue ja, was ich kann. Neues Zuhause einbinden, das ist doch schon mal was. Bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir das machen. Ah, oh, schon wieder so ein Schreier. Ja, ja, auf rumzuschreien, du Sack. Was im Wagen vor mir? Okay. Das Haus ist halt größer, ne? Das ist schon praktisch. Hier hinten hat man viel Fläche. Ach, mit Alt konnte man nach Hause funken. Sehr gut. Wie sieht's hier drin aus? Ja, ich würde ja sagen, es ist größer, oder? Folgt mir doch mal an. Los geht's. Let's set up camp here. Should I tell everyone to pack up? Yeah, I'm sure. Au, ich hab ja kein Ding mehr. Ist ja Bunny nie anwesend. See, things aren't all bad. This place looks nice and defensive. As long as we don't run out of supplies, we should be okay. Okay, und wir sehen auch, dass jetzt der Essenstand und der Medikamentenstand nicht mehr überfüllt ist, weil wir hier einfach auch viel mehr Platz haben. Da
oben können wir jetzt auch schon hochklettern, sehr gut. Muss halt ein bisschen ausgebaut werden. Wir haben jetzt schon wieder 30 Materialien. Ach, die hat man von Anfang an oder was? Ich dachte, die wären jetzt weg. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Hoffe ich zumindest, wird schon passen. Nichtsdestotrotz. Oh, sie ist krank. Scheiße. Wie viele Betten haben wir denn momentan, wo sehe ich das denn? Ach ja, da Bevölkerung 8, Betten 0, okay. Bietet 8 neue Betten, dauert eine Minute, machen wir auf jeden Fall, brauchen wir auch. Okay, minus 5 täglich, minus 1 täglich, minus 5 täglich. So, I've been sketching some plans in my spare time, and I think I hit on something. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Ja, das ist neu, da müssen wir natürlich erst einmal alles neu aufbauen, ist doch klar. Cool ist alles zu Hause. Den Außenposten können wir eigentlich dann weghauen und können dann hier welche einrichten. Okay, Nummer 1 ist errichtet, schauen wir weiter. Klang gerade echt unangenehm. Ja gut. Nummer 2, was brauchen wir jetzt noch? Servus. Ah ja, jetzt ab. So, Funkstation ganz normal. Was ist das hier? Die Küche. Dieser Raum ist in desolaten Zustand. Wir müssen in Ordnung bringen, bevor wir ihn nutzen können. Ja, machen wir das doch. Kostet, glaube ich, eh nichts. Wir müssen erstmal die Grundbedürfnisse hier aufbauen und dann kann man das auch ordnungsgemäß nutzen. Ich sehe schon. Danach werden wir den Infektionsherd zerstören, weil der ist ja in unserer Stadt. Und glaube ich, gibt es gar keine momentan mehr auf der Karte, kann das sein? Ja. Wenn wir das erledigt haben, dann können wir hier Außenposten einrichten. Oder in einem von den drei Gebäuden. Dann können wir hier einen Außenposten oder da einen Außenposten. Hier oben Außenposten noch errichten. Dann passt das. Einen Außenposten müssen wir allerdings auch vernichten. Aber welcher ist es? That's a relief. Ich weiß nicht, welcher Außenposten welcher ist. Das ist irgendwie blöd gemacht. Aber erstmal weiterbauen. Wir stärken unsere Geistgegenwart alle schneller, wenn wir Wissen teilen. Gute Forscher erforderlich. Oh. Dann bauen wir das doch. Ich glaube ja fast, wir haben ja als erstes haben wir den hier eingerichtet. Also wird es die 2 gewesen sein. Okay, die 2 werden wir mal zerstören. Mal gucken. Ich hoffe, dass das der richtige ist, den ich dann weghau. Also den zweiten Außenposten. Ich hoffe, wir bauen keinen Scheiß. Also wir haben jetzt 1, 2, 3 Außenplätze. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. Meistens weiß ich nicht, was du meinst. Da ist noch lang. Der Außenposten steht noch.
Weiß echt nicht, was die meint jetzt mit der Zeit. Der ist gleich weg. Kostenlose Gesundheitspflege. Okay. Da ist sowieso jemand krank von uns. Und wir haben keine Krankenstation im Haus. Wir haben Betten, wir haben eine Bibliothek. Und hier können wir noch eine Krankenstation einbauen. Was gibt's noch? Lagerbereich. Küchenbereich haben wir ja. Schlafbereich. Einfache Werkstatt einrichten. Gut, dann innen, dass wir dann hier sind, werden wir natürlich die Krankenstation einrichten.